Ist Mountain Wolf ein Scam? Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In diesem Video geht es darum, ob Mountain Wolf ein Scam ist oder Betrug ist. Ich habe hier heute jemanden zu Gast, das ist der Christian Lauterbach. Er ist Affiliate-Partner von Mountain Wolf und er wird Rede und Antwort stehen und sich dazu äußern zu dem Thema Mountain Wolf. Weil es sind natürlich, es ist ein kurioses Video rumgegangen auf YouTube und ich wurde ja auch darauf angesprochen, weil ich ja auch in meinem einen Video das erwähnt habe, anonym Kryptowährung auszahlen, habe ich Mountain Wolf empfohlen, bin auch selber bei Mountain Wolf dabei, ich habe die Karte und so weiter. Und deswegen wollte ich ein bisschen für Aufklärung sorgen. Ich denke, das ist noch gut für viele, die das Video gesehen haben und auch für viele, die sich auch für Mountain Wolf interessieren. Deswegen habe ich gedacht, ich hole mir da wirklich jemanden, der sich wirklich gut auskennt, und das ist der Christian Lauterbach. Christian, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du mir mal kurz etwas zu dir sagen oder dich vorstellen, wer du bist und wie du vielleicht zu Mountain Wolf auch gekommen bist. Ja, erstmal herzlich willkommen, hallo an alle zusammen. Kannst auch Chris zu mir sagen, so nenne ich eigentlich die meisten. Ja, okay, Chris, Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre und kurz zu meinem Background, also ich habe nach meiner Ausbildung damals zum Büro- und Einzelhandelskaufmann und habe dann im Endeffekt nach Wegen gesucht, wie man im Endeffekt dann, sage ich mal, mehr aus seinem Geld machen kann. Bin dann 2012 um den Dreh so mit dem Thema Network Marketing in Verbindung gekommen, habe da verschiedene Sachen im Produktnetwork ausprobiert, die dann, sage ich mal, weniger gut gelaufen sind. Und durch Zufall, wie es der Zufall so wollte, bin ich dann 2014, also auch noch, sage ich mal, recht früh für das Segment, in das Thema Kryptowährungen reingekommen. Also habe damals meine ersten BTC noch für 200, 230 Dollar um den Dreh gekauft. Ja. Und habe dann angefangen, mich dort auf der Schiene halt weiterzubilden. Habe dort auch einen guten Mentor gehabt, der mir vieles an der Hand gegeben hat. Und habe dann im Endeffekt angefangen mit Mining. Und damals war Mining ja noch wesentlich profitabler, als es heute ist, sage ich mal. Ja, und so. Habe dann im Endeffekt über die Jahre halt mich weitergebildet in den verschiedenen Sachen. Und mittlerweile, denke ich, hat man schon viel Erfahrung sammeln können jetzt über die Jahre. Seit 2014 sind schon über 7 Jahre jetzt vergangen und dementsprechend bin ich natürlich auch, weil ich mich auch natürlich mit Exchanges auseinandersetze. Mhm. Also ich kenne viele Exchanges, bin auf vielen Exchanges auch registriert und bin dann irgendwann halt auch auf Mountain Wolf gekommen. Und was mich halt an Mountain Wolf oder mehr oder weniger interessiert hat, das waren halt so die günstigen Gebühren, mhm, die man dort hat und halt die Kryptokarte, die man dort nutzen kann. Ja, ich wollte es gerade sagen, nämlich wir kennen uns ja schon länger und ich weiß auch, du hast viel Erfahrung, ich habe auch viel Erfahrung und ich bin auch, habe mir Mountain Wolf angeguckt. Für mich ist es auch, sieht nach einem sauberen Geschäftsmodell aus. Und vielleicht erklären wir erstmal den Leuten, vielleicht kannst du was sagen, was Mountain Wolf überhaupt ist, dass man das Grundprinzip mal vielleicht versteht, ja. Ja, gerne. Ja. Also Mountain Wolf ist im Prinzip ein Payment Provider, wo ich die Möglichkeit habe, Kryptowährungen in Euro zu tauschen oder auch Euro in Kryptowährungen. Und angebunden mit einer Karte, die es dort auch gibt, die Möglichkeit dann habe, das Ganze dann auch auf eine Karte auszuzahlen. Also es ist eine ganz normale Mastercard und habe dann die Möglichkeit, damit einkaufen zu gehen oder halt auch dort Sachen mitzubezahlen. Ja. Klingt der für mich eigentlich nach einem guten Geschäftsmodell. Also so habe ich das natürlich auch gesehen, ja. Du kannst praktisch deine Kryptowährung, kannst du deine Karte bestellen, du kannst die Kryptowährung auszahlen am Automat. Es funktioniert auch, ja. Und man kann ja auch das Ganze antesten. Man bestellt die Karte, schiebt vielleicht 500 Euro drauf, zieht das Geld raus aus dem Automat. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum das jetzt hier Betrug sein sollte, ja. Also, ich weiß nicht, hast du da irgendwie eine Idee oder wie kommt man jetzt darauf zu sagen, es könnte jetzt hier irgendwie Betrug oder Scam sein? Weil es ist ja relativ sicher, ja, Geld rausschieben, die Karte abheben, fertig. Also verstehe ich nicht. Im Prinzip hast du recht, ja. Es wird natürlich immer
ich sag mal, teilweise viel geredet von Leuten, die versuchen, irgendwas in eine Scam-Schublade zu stellen. Und ich sag mal so, im Prinzip kann man das Thema ein bisschen weiter ausholen, weil es gibt im Prinzip, ich sag mal, drei Kategorien, wo man das Ganze einteilen kann. Und zwar erstmal sind es die Kategorie an Leuten zum Beispiel, die vielleicht mit irgendwelchen Projekten schlechte Erfahrungen gemacht haben, die zum Beispiel ja halt irgendwo mal auf einen Scam reingefallen sind und dann sagen, ja, ich will damit nichts mehr zu tun haben, alles andere ist Scam. So, die zweite Kategorie sind einfach Leute, die im Prinzip ihre Projekte pushen wollen und im Endeffekt, sage ich mal, eine Seite ins Netz stellen, wo sie dann halt ein Projekt schlecht machen, weil schlechte Propaganda zieht natürlich immer mehr, also bringt mehr Besucher auf die Seite, wo dann halt teilweise Informationen irgendwo aus dem Internet zusammengewürfelt werden, teilweise auch schlecht recherchiert und dann im Endeffekt, wenn man mal auf die Seiten halt so geht und sich die Seiten anguckt, dann sieht man halt im Endeffekt auch immer ja irgendwelche Werbung für irgendwas oder dann im Endeffekt dann Werbung für deren eigenen Projekte. Ja, und das ist, sage ich mal, halt auch ein Grund. Und die dritte Kategorie ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Das sind im Prinzip Leute, die sich über ein Projekt informieren wollen und dann, dann auf genau solche Seiten stoßen wie Kategorie 2. Die kommen dann auf die Seite und sehen, ah, das ist alles schlecht hier und da. Das Projekt ist dann besser und das sind im Prinzip die drei Kategorien, wo man es drin einteilen kann. Aber im Prinzip ist es ja so, Mountain Wolf ist eine Exchange und auf einer Exchange ist es halt so, wechselt man von Euro in, also die Exchange, die es jedenfalls anbietet, von Euro in eine Kryptowährung, von Kryptos, von Tron in Bitcoin und so weiter. Dafür ist ja eine Exchange gedacht. Und eine Exchange ist auch nicht dafür gedacht, dass man Kryptos auf einer Exchange hodeln oder liegen lassen sollte. Ja, dafür nimmt man dann ein Ledger oder halt ein Wallet mit einem Private Key und das war's dann im Prinzip. Ne? Also von daher weiß ich jetzt auch nicht, wie Mountain Wolf überhaupt irgendwie scammen sollte, weil es wie gesagt ein Payment Provider ist halt. Ne? Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also ich habe es auch nicht richtig nachvollziehen können. Und wie gesagt, man kann ja auf Nummer sicher gehen. Man kann ja da nur Geld rausschicken, wenn man es auch am gleichen Tag abholen will. Oder niemand sagt, man soll es da jetzt irgendwie 10, 20.000 drauf aufbewahren oder noch mehr. Das ist ja auch unnötig, ja, auch für was. Ne? Und du sagst auch selber, ja, oder not your keys, not your coins, ist ja der Klassiker. Und verstehe ich auch nicht so ganz. Aber was würdest du jetzt sagen, warum Mountain Wolf jetzt seriös ist, ja, wenn du jetzt argumentieren solltest, warum ist jetzt Mountain Wolf seriös? Also ich sag mal so, man sollte sich erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt seriös? Mhm. Und seriös kann man, also würde ich jetzt damit in Verbindung bringen, vertrauenswürdig, ja. Und um Vertrauen überhaupt erstmal irgendwie zu gewinnen, sollte man damit auch erstmal Erfahrung machen, ja. Und dann kann ich sagen, ob was seriös ist oder nicht. Ja, viele gucken sich zum Beispiel eine Seite an und sagen, oh, das ist gleich unseriös, zum Beispiel, weil kein Impressum drin ist. Ja, das ist auch immer so ein vorgeschobener Grund. Ja, die Seite hat kein Impressum, aber im Prinzip sind es eigentlich immer nur die Deutschen und die Österreicher, ne, die das halt behaupten, weil im Europa... glaube ich, in vielen Ländern gibt es überhaupt gar keine Impressumspflicht und das ist, sage ich mal, auch immer ein Grund, was halt, wenn man sich einfach mal die anderen Exchanges anguckt, auf den meisten Exchanges findest du überhaupt gar kein Impressum. Ja? Also ich glaube, bei Binance war ich heute auch mal drauf auf der Seite, ich habe da kein Impressum gefunden. Was halt Pflicht ist, sind halt die Datenschutzbestimmungen, diese Privacy Policy, das findest du eigentlich auf jeder Seite halt, ne? Ja, das stimmt auch. Ja, und gerade Thema Binance, zuerst waren sie ja im asiatischen Raum gewesen, dann sind sie in der Geografie, glaube ich, umgezogen da, auch, ich glaube, Zypern, Seychellen. Also ich glaube, die hatten jetzt schon in den letzten Jahren mehrere Hauptsitze gehabt und das auch, da kann man ja auch fragen, warum machen die das, oder? Und das sehe ich auch schon ähnlich auch mit dem Impressum, also das ist schon so, ne? Also, genau, ja, Malta sind sie, glaube ich, jetzt zurzeit auch, ne? Ja. Das ist schon, da sollte man sich schon mal ein bisschen näher auseinandersetzen und in jedem Land ist es natürlich auch anders, ne? Das ist natürlich auch klar, ne? Jetzt habe ich natürlich auch
ein paar Fragen gekriegt oder jetzt auch dieses Video, ja, was jetzt, da gab es jetzt so ein Video, oder jetzt, ich hatte selber auch, hatten mich einige Leute gefragt gehabt, jetzt hieß es oder Gerüchte gingen jetzt rum, Mountain Wolf gehört zu Platin Coin oder Platin Coin wurde jetzt von, also Mountain Wolf hat Platin Coin hat Mountain Wolf gegründet, so, ja, um da jetzt irgendwie Gelder reinzuwaschen, sind jetzt da irgendwie Gerüchte rumgegangen. Was hat jetzt Platin Coin mit Mountain Wolf zu tun? Also kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, gar nichts. Also ich kann es so sagen, weil ich nämlich zufällig gestern auch mit dem Gründer von Mountain Wolf telefoniert habe, ja, weil es gibt da mehrere Projekte, wo Mountain Wolf quasi der Payment Provider ist, ja, und für ein Projekt mache ich zum Beispiel auch Webinare. Und da habe ich halt nochmal mit dem Gründer telefoniert, habe einige Rücksprachen gehalten und da haben wir uns auch kurz über Mountain Wolf unterhalten. Und ja, er sagt selber halt, er distanziert sich davon. Also er sagt, die haben keine Partnerschaft mit Platin Coin oder irgendeinem anderen Unternehmen. Zum Beispiel auch Senec, das kennt ja der eine oder andere von euch auch. Ja, wird hochgelobt, von den anderen als Scam bezeichnet und so weiter. Das sind einfach nur, sage ich mal, mehr oder weniger Kunden, die halt diese Plattform nutzen als, ja, als Zahlungsprovider, ja, mehr nicht. Und das hat der Gründer halt auch nochmal dementsprechend explizit gesagt, ja, dass er sich davon distanziert. Also mit denen haben die nichts zu tun. Ja. Ja, das sehe ich ähnlich. Also wenn du natürlich eine Dienstleistung anbietest und du kriegst Anfragen dann prüfst du natürlich die Anfragen, nimmst du denn auch wahr und dann tust du natürlich dann auch einen Vertrag machen oder tust du Dienstleistungen auch anbieten. Und was jetzt die ein oder andere Firma macht, das ist ja auch nicht deine Aufgabe, denn so weit ins Detail reinzugehen. Und selbst wenn, du erfährst ja auch nicht alles, ne? Und ich habe jetzt auch von jemand anderes gehört gehabt, mit dem ich nur ausgetauscht hatte und der hat einfach gesagt, das sind einfach Kunden. Das sind Kunden von Mountain Wolf, ja, so wie Platin Coin. Sind einfach Kunden, die Mountain Wolf nutzen, ja, nichts anderes. Und Platin Coin, soweit wie ich weiß, will jetzt nicht so tief darauf eingehen, die hatten jetzt ein paar Regulierungsschwierigkeiten und da haben sie halt Mountain Wolf entdeckt, um das Ganze erstmal zwischenzeitlich zu lösen, ja. Das spricht natürlich auch für Mountain Wolf, weil sie natürlich dann eine gute Alternative und eine schnelle Alternative ziemlich schnell bereitstellen können, ne? Das muss man natürlich auch so verstehen, oder? Ganz genau, ja. Ne? Das sehe ich ja so richtig, oder was meinst du dazu? Ja, klar, auf jeden Fall. Also Mountain Wolf, ich meine, ist im Prinzip die Lösung, ja, für verschiedene Institutionen und für viele Unternehmen, halt ihre Payment-Dienste darüber abzuwickeln, weil Mountain Wolf einfach halt ne, die Lizenzen besitzt und auch im europäischen Raum diese gültig sind und viele Unternehmen ja, nehmen das halt in Anspruch. Ja. Ja. Und wenn man natürlich mehrere Partner hat, jetzt so wie Mountain Wolf, wahrscheinlich tausende von Partnern und die jeweiligen Firmen natürlich jetzt irgendwie Sachen vom Rechtlichen her machen, die nicht in Ordnung sind, kann natürlich Mountain Wolf auch nichts dafür. Ich meine, Mountain Wolf hat auch nicht die Aufgabe, die Partner zu überprüfen, muss man auch ganz klar sagen. Ja, wenn jetzt jemand da Leute abzieht oder jetzt Thema Geldwäsche betreibt, dafür kann der Mountain Wolf jetzt nichts. Ne? Muss natürlich auch ganz klar darstellen, oder? Also noch mal kurz, um dazwischen zu schalten, es sind keine Partner, ja, das hat der gesagt, ja, es sind halt lediglich, sage ich mal, mehr oder weniger Kunden, die die Dienstleistung halt in Anspruch nehmen von Mountain Wolf. Ah, und noch mal zum Beispiel Senec, ja, gehört dazu oder ja, Performance Group ist vielleicht für die einen oder anderen auch ein Begriff, aber wie gesagt, das sind alles ja, Institutionen, die diese Dienstleistungen als Payment Provider halt in Anspruch nehmen, ja, und mehr nicht. Ja, stimmt, da hast du recht, weil die tun sich ja nicht als Gesellschaft verifizieren, sondern die Leute, die jetzt zum Beispiel jetzt bei Zenix sind oder bei Platin Coin, die tun sich ja selber als Mensch verifizieren bei Mountain Wolf. Das hat eigentlich nichts mit den Unternehmen zu tun, sondern es wird einfach zusammengeschaltet, weil vielleicht das Unternehmen sagt, macht es doch bei Mountain Wolf, der könnte bei uns leichter einzahlen. Also so ist es ja eher gesehen. Also nicht die Firma tut sich ja da registrieren, verifizieren, sondern die Kunden von der Firma, oder? Genau, ja. Also jeder ist ja verpflichtet. Also wenn ich mich bei Mountain Wolf
registriere und möchte deren Service in Anspruch nehmen, dann muss ich ja auch eine KYC machen, ja, also ja, eine Verifizierung. Und das ist einfach auch gesetzlich halt vorgeschrieben, ja. Und wenn man es, ich sag mal, wenn man es nicht macht oder wenn Leute diese Möglichkeit halt anbieten und nehmen keine Verifizierung, dann kann man schon sagen, das Ganze ist unseriös. Ja, ja. Ja, also ich denke auch, wichtige Punkte jetzt haben wir da wirklich gesagt und klingt für mich auch ganz sauber. Ich denke, wir konnten auch hier schon wirklich viele auch, ja, so Wolken oder Unsicherheiten von vielen Leuten auch schon lösen. Was meinst du denn jetzt, wie siehst du denn jetzt die Zukunft von Mountain Wolf? Jetzt gerade auch für die Leute, die wirklich auch da näher dran sind, mehr interessiert sind oder die überlegen, sich einzusteigen. Was meinst du, wie ist jetzt der Bereich da von Mountain Wolf in Zukunft? Also, wie ich die Zukunft sehe, steht ja auf einem anderen Blatt, ja, ja. Weil ich sag mal, wir haben keine Kugel, wo wir in die Zukunft ja schauen können, ja. Also, ich habe ja mit dem, ja, mit dem Peter gesprochen, also mit dem Gründer von Mountain Wolf und mal gefragt, wo er Mountain Wolf in den nächsten Monaten, Jahren sieht. Und er hat halt gesagt, ja, dass Mountain Wolf sich als Payment Provider halt positionieren will in dem Markt, ja, dass sie auch mit größeren Unternehmen halt auch ja, zusammenarbeiten wollen, beziehungsweise größere Unternehmen auch als Kunden gewinnen wollen. Und was jetzt nächsten Monat, also sprich Mitte September, auch noch kommen wird, das ist im Prinzip ja die eigene IBAN von Mountain Wolf selber. Ja, das heißt, man jeder Kunde von Mountain Wolf bekommt nochmal eine eigene IBAN, wo er dann halt auch einzahlen kann, die er dann auch nutzen kann. Und ja, das ist das, was er jetzt so mir mitgeteilt hat. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Also ich denke auch, dass es wirklich auch fair von dir zu sagen, oder? Niemand hat eine Glaskugel, das ist ganz klar. Man kann auch keine Verantwortung da jetzt auch übernehmen. Ja, deswegen haben wir am Anfang schon gesagt, wenn ihr euch da unsicher fühlt, einfach nur das Geld einzahlen, was ihr auch auszahlen wollt. Und ich war selber auch auf der Webseite gewesen. Und was mir auch gut gefallen hat, war bei Mountain Wolf diese Einfachheit, ja. Nicht irgendwie jetzt wie bei Binance da, keine Ahnung, ja, 50 verschiedene Felder, um da irgendwas zu machen, ja, richtig komplex. Und bei Mountain Wolf kommst du sofort rein, einfach aufgebaut, ja, Geld einzahlen da, verkaufen da, Karte da bestellen. Also wirklich klein, aber auch strukturiert. Und das finde ich halt auch gut. Und wie gesagt, da soll dann jeder auch ja, für sich selber noch schauen, wie er da jetzt auch die Dienstleistung da in Anspruch nimmt. Ne? Was sind jetzt deine, hast du da jetzt auch Ziele da jetzt mit Mountain Wolf, was da jetzt noch in Zukunft kommt, ist deine persönlichen Ziele? Genau, also ja, erstmal zu dem, was du gesagt ja hast, sehe ich ganz genauso. Ja, dafür ist Mountain Wolf ja auch da, sage ich mal, dass das Ganze halt der Einfachheit halt dienen soll. Ja, man loggt sich ein und ja, weiß genau, was man machen muss, nicht großartig irgendwas suchen oder sonstiges. Das Ganze ist sehr einfach gehalten. Es gibt zurzeit auch noch nicht so viele Coins. Ja, insgesamt gibt es, glaube ich, 7 oder 8 Coins. Ich glaube, bis Ende des Jahres kommen noch mal 3 Coins dazu. Ja, aber im Endeffekt hat man halt die Standard-Coins halt abgedeckt. Und ja, zu meinen persönlichen Zielen mit Mountain Wolf, also persönliche Ziele mit Mountain Wolf habe ich jetzt nicht direkt, aber ich, wie gesagt, halte das halt für eine sehr, sehr gute Sache. Und ja, ich finde es eigentlich schade, wenn man Leuten, die halt nach einer Lösung oder nach einer Möglichkeit suchen, denen so, ja, so eine Möglichkeit halt vorenthält. Und deswegen finde ich halt auch gut, dass Mountain Wolf sagt, okay, wir haben dort ein Empfehlungsprogramm, Affiliate-Programm, ja, wo man dann halt auch vergütet wird. Und ich sag mal, es ist im Prinzip eine Win-Win-Situation für jeden. Also derjenige, der sagt, pass mal auf, ich habe hier eine tolle Möglichkeit, hier kannst du ja wirklich eine günstige Exchange nutzen, hast hier eine Karte dabei zur einen Seite und auf der anderen Seite, dass ich da halt so mehr oder weniger noch ein paar Cents dran verdiene oder ein paar Euros dran verdiene. Ja, das ist halt so, was ich halt sehr, sehr gut finde und im Endeffekt, mehr ist da eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, ja. Man muss auch dazu sagen, so ein Affiliate-Programm hat natürlich auch Bitpanda. Habe ich selber einen Einladungslink. Auch da kann man zusätzlich Geld verdienen, wenn man Leute einlädt. Ja, da kann man auch richtig Action machen, auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Genauso wie Binance ja auch. Oder irgendwie welche anderen Plattformen, Derivatenhandel, da gibt es ja überall Bonus, wenn man über die Links kommt. Also das ist nicht unüblich, ja.
dass man praktisch die Dienstleister, die Exchanges oder wer auch immer den Kunden anbieten, auch wenn du hier ein paar Leute reinbringst, kriegst du einen Teil von den Umsatz, den sie generieren. Also das ist wirklich nichts Unübliches in dem Markt. Und auch deswegen sollte man sich auch da gar nicht groß drüber wundern. Ne? Oder du weißt es ja selber auch, oder? Genau, genau. Ja, ich sag mal, wundern nicht in dem im Prinzip, sondern für viele ist es halt, die bieten ein Affiliate-Programm an, was dann halt über 1, 2, 3 Ebenen geht, verwerflich ist sowas nicht. Also im Prinzip ist es eigentlich die beste Form von Weiterempfehlung, weil wenn ich ein zufriedener Kunde bin, und dann noch einen Anreiz habe, das Ganze wirklich weiterzuempfehlen, sind das auch wiederum die besten Kunden fürs Geschäft und fürs Unternehmen halt, ja. Das ist einfach so. Ja, ja. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wenn man etwas gut findet, warum soll man das nicht empfehlen? Und wenn jetzt noch offene Fragen sind, könnt ihr das natürlich mal reinschreiben in den Kommentaren natürlich. Ihr könnt euch auch gerne wahrscheinlich auch an Chris Lauterbach wenden. Wie kann man dich jetzt erreichen? Wo bist du jetzt aktiv? Wir können deine Sachen natürlich auch hier verlinken. Ja, also kannst gerne auch meinen Kontakt verlinken. Ja. Auch gerne über Telegram, weil Telegram nutze ich am meisten. Kann man mich auch gerne drüber kontaktieren. Ja. Also so am besten Telegram, das ich verlinken, und vielleicht Facebook-Profil oder so können wir noch reintun in der Beschreibung. Und ich denke, es war jetzt auch gut gewesen, jetzt mal hier so ein kleines Interview zu machen. Ich denke, wir konnten sehr, sehr wichtige Fragen auch klären. Echt toll. Also habe ich auch da sehr, sehr gefreut. Und ich überlasse dir die letzten Worte. Möchtest du noch etwas sagen zum Abschied, zum Abschluss? Oder? Also viel ist eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich denke mal, die wichtigsten Fragen hast du gestellt. Ja. Also ich kann halt dir nochmal ein Kompliment machen. Also gerade ich beobachte ja auch deine Entwicklung so in den letzten Jahren mit, wie du dich gemacht hast. Also auf jeden Fall Daumen hoch, Respekt, Marc. Und freut mich auf jeden Fall auch mit dir einige Projekte halt zu machen. Ja, okay, super, super Abschlussworte, und abonniert den Kommentar, lasst ein Like da. Ich wünsche euch alles Gute, euer Marc Spiering. Ciao, ciao.